Moin moin und herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, Freunde und Abonnenten meines Kanals. Es geht weiter mit Let's Play Repulse zusammen mit Jerome. Guten Tag. Guten Tag. Wir geben uns weiter auf unsere nostalgische Reise. Heißt das nostalgisch? Ja, ne? Ja. Nostalgische Reise durch unser erstes Sucht-MMO. Immer süchtig. Ja, im letzten Part haben wir unsere Puten hier gefangen. Oder wie hießen die Geflügel? Geflügelpute. So, und ich weiß gar nicht mehr, was wir machen wollten. Oder machen. Also wir haben ein Quest noch anscheinend. Ich glaube, wir müssen noch mal zurück in die Stadt gehen, oder? Wahrscheinlich. Ist das Ornito noch einsatzbereit? Ja. Ach ja, da müssen wir uns auch mal ein neues kaufen. Nicht, dass uns mitten auf dem Weg unser Reittier weg ploppt. Oh, das wäre super. Alles schon erlebt. Müssen wir hier wirklich hin? Nein, wir müssen zum erweiterten Trainer. Der steht No. doch da hinten irgendwo. Ne, also halt da hinten. Am Strand. Also Rebels hat ja nicht viele Musikstücke, kann man sagen, ne? Nö. Also meistens mal dünn, 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 Ja. dünn, dünn, dünn. Egal, ob man nach einem Dungeon ist oder. Laufe ich hier überhaupt richtig? Das sieht alles so anders Ja. aus. Oder diese Musik ist auch mal. Dü, dü, Ach ja, ich dü, weiß, welche du meinst. Das ist auch Bei immer mir so. läuft gerade Dürüm. Das ist auch immer so. Dürüm. Genau die. Das ist auch immer so geil, wenn ich versuche, so ein Lied vorzusingen und ich habe das genau im Kopf und zum Beispiel Isabelle oder meine Schwester ist da und dann summe ich ihr das vor und sie: Bist du dumm oder so? Was meinst du? Weil du hast ja genau die Melodie im Kopf. Ja. Für dich hört sich das alles richtig Ja, an. genau. Sind wir hier wirklich richtig? Ich habe keine Ahnung. Ich habe irgendwie den Typen da hinten im Kopf, aber ich glaube, wir sind falsch, ne? Doch, wir müssen noch ein Stück weiter. Ja. Okay. Und guck mal, Looking for Dungeon Party in Level 166er. Oh, da können wir ja gleich mal teilnehmen. In 2 Minuten Buffs, Puri Lichtsäule. Wow. Gibt's endlich mal wieder Guck mal, da ist Buffs? die Hummel mit seinem fetten Pet. Ja, die twinken doch alle einfach nur und dann mit einem iPad hier alles platt machen. Eigentlich kann hier gar keiner mehr neu anfangen. Eigentlich geht es gar nicht mehr. Wieso? Außer man macht so eine Gilde von Anfang an und beschließt alles zusammen zu machen, weil ich weiß nicht, sonst so normale Dungeon Partys gibt es hier einfach gar nicht mehr. Kannst halt Evans Request bis zum Ja. Abkosten Ja, machen. stimmt, das kann man natürlich machen. Also es gibt doch noch Möglichkeiten. Ich weiß ja auch nicht, inwieweit sich das ganze Quest-Dings entwickelt hat, ob die irgendwelche Quest-Sachen eingeführt haben, wo man hammerschnell mit levelt. Weiß ich ja auch nicht. So, dann müssen wir wohl mal wieder. Geisterschiff Navis Lames. Ich glaube aber, das machen wir lieber am Ende. Ich glaube, das ist ganz schön Das ist so harter schwer. Gegner. Ja. Okay. Keine Chance. So, und ich möchte jetzt gerne eine Kenta-Karte gedroppt bekommen. Ach, das war ja. Das waren Zeiten. Ging das hier überhaupt schon, dass man hier Pet-Karten bekommen konnte? Ich glaube schon. Geflügellevel ab.
Oh mein Gott, die Schildkröte ist viel zu nah. Das geht gar nicht. Oh Gott, ich hab dich markiert. Das ist auch nicht schlecht. Die Reichweite von dem Pfeiltypen ist echt nicht schlecht. Mini 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 mini. Und da waren sie wieder ein Level up. Ja, jetzt geht das noch schnell. Denk dran, dass du auch Skills verteilen. Ja, kannst. Wie war noch mal, wie öffnet man noch mal das Skillfenster für seine Pude? Ups, nee. E, glaube ich. E. E wie Emil. Hm, der hat ja noch gar keine. Doch, da. Ja, was skillt man da? Skillt man denn da? E, Angriff. Immer Angriff war das, ne? Ja. Oder lässt man es sein? Ich bin ja sowieso ein Fan von passiven Skills. Umso weniger man drücken muss, umso besser. So. Das war das. Ja, durchgespielt. Wenn man aufhört. Ich hab gestern Drakensang online ein bisschen gespielt. Was war das denn nochmal? Ach, das ist so ein schönes Schnetzel, die Spiel mit ganz viel Loot. Haben wir das schon mal gespielt? Kann sein. Aber auf jeden Fall gab es meinen Account bei Big Point nicht mehr. Also ich sag ja nichts, ne? Aber diese Kutte, die dieser anhat hier, ne? Du weißt, was ich meine, oder? I know what you mean. So, müssen wir denn jetzt wieder in die Stadt oder sollen wir jetzt zum Geisterschiff? Warte. Nee, Geisterschiff würde ich echt ganz am Ende machen. Das. Ja, die Gegner sind viel zu hart, ne? Ja. Wir sind einfach zu schlecht. Warte, Ort einsehen. Das ist Geisterschiff. Ich glaube, da hinten ist noch ein Quest. Wollen wir hier noch weiter durchrennen, aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt, den jetzt schon anzunehmen, oder? Sprich mit der Wache. Ach ja, das ist das. Geh zu Tristan an der Küste. Ach, das ist das Haus, was da vorne ist wahrscheinlich. Ach so, ne? Ja, dann lass uns erstmal dahin. Okay. Wir haben uns gar keinen Reiter. Nee, fällt mir auch gerade wieder auf. Er braucht auch schon Grastexturen, ne? Völlig überflüssig. Ich suche ja auch immer wieder so ein MMO, was vielleicht so ähnlich geil sein kann wie Final Fantasy XIV, was vielleicht auch Free-to-Play ist oder so, aber ich finde nichts. Ja, das ist auch ziemlich schwer. Mächtiger Hahn. Großer Hahn. Ach so, ja, jetzt müssen wir da hinten hin. Folge mich.
Dann habe ich letztes Mal wieder auf der Webseite von Runes of Magic geguckt, ob das noch lebt, weil das hat ja auch eigentlich ganz schön Spaß gemacht. Ja, Aber das war eigentlich ganz cool. ja, also sagen wir es mal so, in den Foren ist eher so Weltuntergangsstimmung. Ja, wann wird das Spiel gegen die Wand gefahren? Wann schließen die Server? Und ach. Das Einzige, was halt dämlich war bei dem Spiel, dass du als Tank einfach nicht solo spielen konntest. Das war unmöglich. Du hast so wenig Schaden gemacht. Ja, ich fand das immer geil, dass man da auch so Add-ons installieren konnte, wie so ein Aggro-Meter. Da konntest du immer ganz genau sehen, wer jetzt die Ja. meiste Aggro hatte. Und dann konntest du das als Heiler gut abstimmen und so. Sowas fand ich immer cool. Oh ja, hier ist auch noch ein Quest. Huch, warum hat das für euch nicht mitgezählt? Keine Ahnung. Warte, ist gleich wieder ready. Ready to cast. Mein Gott, das Spiel läuft hier nur mit 40 Frames. Was ist hier los? Ist das doch noch so grafisch aufwendig? Wahrscheinlich so gut programmiert. Hier bei den ganzen Speeren, da hat es richtig Probleme. Ja, da wird auch mal eine 660 an ihre Grenzen getrieben. Dabei kann ich FF ja richtig flüssig zocken. Ja, der FF sieht ja auch im Gegensatz zu dem Spiel richtig scheiße Ja, eben. Da braucht man auch nicht so viel. So eine gute Grafikkarte ist völlig überflüssig. Oh nein. Pass auf, neben dir. Digga Obwohl, Hahn. den müssen wir gar nicht mehr. Oh, Luck. It's my luck, luck, baby. Hast du die Gruppe eigentlich umgestellt auf zufällige Verteilung? Nee, ich hab, glaube ich, auf Reihenfolge. Nee, selbst, Entschuldigung. Machen wir mal auf Zufall. Dunkle Schnitte. Hallo, hallo. Ich habe noch gar keinen Skill, Mich auch nicht. weil ich meinen Nahkampfskill nicht benutzen kann mit dem Bogen. Hä, warum hört sich das eigentlich? Sollen das hier Knochen sein oder warum hört sich das so merkwürdig an, wenn man hier durch die Gegend läuft? Gute Frage, ich habe das so leise, dass ich das gar nicht höre. Wie viele müssen wir denn noch? Noch einen noch. So, ich muss irgendwie noch große Hähne töten. Die sind, glaube ich, da hinten, wo der Questgeber war.
Oder kriegen wir schon Level 20er Waffen? Das ist ja wohl ein bisschen früh. Ach, findest du? Snatchel the Hahn. Ich glaube, zu zweit ist das wesentlich einfacher, als wenn man alleine spielt. Ja. Weil das Spiel hatte ja das Problem, dass... Also man musste hier echt bei jedem mickrigen Gegner aufpassen, weil die... Also außer wenn du wirklich 5 Level über denen bist oder so, machen die eigentlich ganz schön gut Schaden alle. Das stimmt. Also Schaden hat man hier schon immer ordentlich bekommen. So, jetzt müssen wir da hinten noch einen Mega-Boss töten. Wie kommt man denn da hin? Da ist wahrscheinlich. Ja, ich glaube, wir reiten lieber, ne? Jo. Ruf der Götterdämmerung. Ne, Ruf der Götterdämmerung. Ist ja voll anders gewesen. Ja. Die Betonung. Was die eigentlich immer mit ihrer Dämmerung haben, ne? Bei Final Fantasy ist das doch auch irgendwie Götterdämmerung. Ja. Ach ja, die guten Götterdämmerungen. Ich weiß einmal, da war ich. Ach, wie hieß denn dieser komische. Diese komische Prima, ey. Nee. Wie hießen die davor in der Erweiterung? Gab's ja einmal diesen. Oder? Nee. Ich komme einfach Eisherz? Nicht drauf. Nee, der hatte doch so viele Arme und Schwerter. Wie hießen der? Ach, der. Ach Gott. Da habe ich mal im schweren Modus mitgemacht, ne? Und die hatten alle keine Ahnung, was man machen muss. Und das war so witzig. Alle waren sie am Sterben und ich bin ja die ganze Zeit noch rumgerannt und habe sie alle wiederbelebt. Und dann haben wir es am Schluss fast geschafft, aber dann haben sie alle wieder verkackt gehabt. Aber ich hatte auch, ich muss zugeben, in diesem Kampf hatte ich auch mehr Glück als... Weißt du, ich bin teilweise auch wie ein Bescheuerter da längst gelatscht und habe immer Glück gehabt, dass ich richtig gelatscht war. Okay. Aber das hat irgendwie Spaß gemacht, wenn man gesehen hat, wie die anderen alle abgenibbelt sind und du dich da als einziges behaupten konntest. Ich bin ja auch dann keiner, der so Rage quittet und so. Mir ist das ja dann egal, man kann es ja nochmal versuchen. Ja. Ja, das ist ein bisschen schlimm, dass die Community im Endgame immer so schlimm ist, ne? Ja. Dann mal los hier. Ich glaube, der ist ziemlich heftig. Ja, der zieht schon ein bisschen was ab. Zweit. Und wir müssen den nachbuffen, ja. Ah, da sieht man auch mal, wie viel Schaden die machen. Oh! Was? Warte, ich kann nicht. Das ist so eine Wiederbelebungsrolle. Ja. Danke. Vielleicht hätte ich auch mal diesen. Diesen einen Skill einsetzen sollen. Diesen Ausweichskill. Ja, aber wo habe ich den denn? Da, ja. Perfektes Ausweichen. Oh Gott. Hoffentlich spawnt er schnell. Hat das nicht gezählt für dich? Oh doch. Oh, Wahnsinn. Dieser Trank, der hat so viel wiedergegeben. Oh, mein Ornito ist weg. Kann ich eine Schriftrolle? Oh, mein Ornito hält noch 4 Minuten. Nee, dann können wir auch zu Fuß gehen. Obwohl, du läufst da sogar, glaube ich, einen Tick schneller als ich, oder? Hast du den Skill schon, dass du schneller läufst? Nö. Kriegst du den nachher irgendwann? Kriegt man den? Ja, als Asura kriegt man so einen Skill, dass man schneller läuft. Okay. Kann ich mich noch dran erinnern.
Jetzt hätte ich fast meine modifizierte Fragmentbox nicht aufgemacht und hätte meine ganzen tollen Fragmente nicht bekommen. Was bringen die denn eigentlich? So Stärke. Steigert die Vitalität um 25 für eine Stunde. Wahnsinn, oder? Ja. Hat man hier nicht schon Geschwindigkeitstrank? Hier Windlehrlingstrank. Mein Gott. Warum kann man da nicht lenken? Ja, das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich fühle mich wie Usain Bolt. Da kommt man auch nicht runter. Das ist ein unüberwindbares Hindernis. Ja, hier kann man ja nicht springen, ne, in Rebels? Nee, du bist an den Boden geklebt. Ja, was nehme ich denn mal? Ich kann keine Waffe davon gebrauchen. Würde ich dir empfehlen, irgendwas Zweihändiges. Also am besten den Bogen, kannst du wahrscheinlich am teuersten verkaufen. Hä? Hast du noch nicht abgeschlossen? Nee, jetzt. Ich hab mich schon gewundert, weil ich schon Level up war. Das ist Diskriminierung. Ich möchte auch gerne meine Armbrust bekommen. Kriegst du da? Wann denn? Ich glaube, wenn wir natürliche Selektion abgeben oder so. Wir haben jetzt so ein Lootpad. Ein Lootpad? Das kleine Herzi. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Mein Herzchen hat einen schönen Namen bekommen. Was? Blubla. Jetzt zieh dir das rein. Herzi McHerzen. Ja, sehr geil. Oh, mit diesem McHerzenstein können wir die Folge hier beenden. Wir nehmen schon wieder 23 Minuten auf. Alles klärchen. Also dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.